Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tokyo Extreme Racer Drift 2. Ja, Leute, ich habe vorab an die Fans der Tokyo Extreme Racer Serie krasse Nachricht für euch. Und zwar war ich ein wenig am Recherchieren nach ein paar Patches für das Spiel, weil ich will für die nächste Folge... Man kann im Spiel keine km/h einstellen, also das Spiel ist auf mph ja, voreingestellt, weil es die englische Version ist. Aber es gibt ein Patch oder ein Workaround, wie man km/h implementieren kann. Und das werde ich auf jeden Fall für die nächste Folge versuchen zu implementieren. Das hat leider jetzt beim Test nicht so ganz geklappt, wie ich mir das gewünscht habe. Aber auf jeden Fall in der dritten Folge wird das dann implementiert. Ich werde euch das auch dann unten hinzufügen in der Videobeschreibung. Aber an die Fans der Serie, als ich da recherchiert habe, habe ich auf Reddit einen Beitrag gefunden, der vor einem Monat gepostet worden ist. Und zwar geht es da um die Ankündigung vom neuen Teil. Und ich bin super gehypt, wo ich das gelesen habe. Und zwar, ich lese euch das mal vor. Das ist zwar ein englischer Beitrag, den werde ich euch auch unter dieser Folge verlinken. Aber auf Deutsch übersetzt. Es scheint, als ob Genki langsam damit beginnt, ihre angeblichen Neuzugang in der TXR-Serie vorzustellen. Zuerst nahm sie am Eco Car Cup 2024 auf dem Fuji Speedway mit zwei Autos, Megane und Ghibli, teil, die mit japanischen Schriftzeichen in ihrem Namen auf der Teilnehmerliste eingetragen waren, und im kleinen Kommentarbereich, nachdem sie ihre Fahrzeuge sagten, sie, dass sie teilgenommen haben, um für ihr neues Spiel zu werben. Zudem sie derzeit keine weiteren Informationen veröffentlichen können. Und dann, laut dem Blog von Root KS, einem auf NSX spezialisierten Tuning-Shop, besuchten Genki-Mitarbeiter sie kürzlich, um die Lizenz für ihre NSX-Bodykits zu erhalten, und verrieten, dass sie das Spiel noch in diesem Jahr erscheinen soll. Im Blogbeitrag gibt es auch ein Bild eines möglichen neuen Logos für die neue TXR-Spielserie. Was denkt ihr? Ich schneide das, wenn es geht, auch noch hier ins Video rein, damit ihr nicht unbedingt auf den Beitrag müsst. Aber, ey, das lässt mich richtig freuen, weil die letzten Spiele, die rauskamen, das waren ja so mobile Ableger, die waren so richtige Trash-Games, so wie diese ganzen Need for Speed-Spiele, die fürs Handy rauskamen. Und man ist in der Hoffnung, dass das Spiel auf jeden Fall für die Konsolen oder für PC rauskommt, aber für Konsolen auf jeden Fall, ich denke mal für PlayStation. Also wenn ihr das sehen werdet, dann werdet ihr das, sobald das Spiel wirklich rauskommen sollte, auf jeden Fall bei mir auf dem Kanal zu finden. Ja, ihr werdet es bei mir auf jeden Fall zu sehen bekommen. Ich finde es auch ein bisschen schade, ehrlicherweise, dass die Spielereihe in Deutschland nicht so populär ist. Also ich weiß nicht, ob sie populär ist, aber auf jeden Fall ist sie nicht so anerkannt. Ich habe auch mal ein wenig auf YouTube recherchiert, und zu Tokyo Extreme Racer Drift 2 bin ich der einzige Deutsche, der dazu ein Let's Play gemacht hat oder allgemein ein Video gemacht hat. Ich habe bis jetzt weiter wirklich keinen weiteren gefunden. Klar, es gibt Dustin Eden, der aber nur englischen Content macht. Dementsprechend ist das nicht für jeden was. Aber ja gut, das war es erstmal mit den News. Das heißt, in Folge 3 werde ich auf jeden Fall versuchen, das Spiel in km/h umzustellen mit einem Patch. Und ja, ich würde sagen, wir legen direkt los mit unserem Guide, was wir zu tun haben. Wir sollen jetzt... Wir haben ja in der letzten Folge Sponsoren beide uns geschnappt. Und jetzt müssen wir raus und müssen Rennen absolvieren. Go Pass. Ich glaube, das war hier. Ja, Go Pass. Wir müssen jetzt so viele Events wie möglich machen. Auf Hakone und Hiroshima. Schauen wir uns das Ganze mal an. Das haben wir ja zusammen noch gar nicht uns angeschaut. New Cross available. Achso, was ich auch vergessen habe zu erwähnen, ich habe in dieser Folge jetzt den HD Textures Patch implementiert. Das heißt, klar, Videosequenzen werden nicht hochskaliert oder nicht die wurden von dem Kollegen, der das Ganze hier bearbeitet hat und von der KI sich hochrechnen lassen hat, die ganzen Bilder. Natürlich nicht alles perfekt gemacht, aber das meiste ist auf jeden Fall jetzt deutlich ansehnlicher. Ich hoffe, das wird man auch im Video sehen, den Unterschied. Also ich zumindest konnte den Unterschied schon gut sehen.
Wie gesagt, das ist auch alles in der Videobeschreibung. Das wird wahrscheinlich ab Folge 1 auch schon alles unten mit dabei sein. Für die Leute, die das selber spielen wollen auf dem Emulator, können sich die ganzen Patches installieren. Wie genau man die Patches installiert, das werde ich jetzt nicht erklären, weil das ist wirklich spezifisch. Da gibt es aber 1000 Tutorials und Anleitungen dazu. Also das ist relativ einfach machbar. Genau, aber ich würde sagen, Category Race, das sollten wir auf jeden Fall machen. Normal Race, Gymkhana. Gymkhana soll wohl schnelle Event sein, wo es aber auch deutlich mehr Geld gibt. Werden wir danach machen, aber erstmal machen wir ein normales Rennen. Und schauen wir, wie wir uns schlagen werden. R1 Category. Hakone CA Cup, Hakone TA Cup. Oh, CA ist, glaube ich, ein Drift-Event, kann das sein? TA Cup. TA C Cup. Okay, das sind so, ja, Turniere, sage ich mal. Dann lass mal zum CA Cup. Paddock. Kursdata. Egal, wir gehen einfach blind rein. Ich hoffe, ich krieg das hin. Ich kann euch leider nichts versprechen, aber ich versuche zumindest. Also ich denke mal, man sieht jetzt hier auch schon direkt, dass es deutlich schicker und besser aussieht als im letzten Video. Klar, wir sind unser Fahrzeug selber noch nie gefahren, tatsächlich. Aber das lässt auf jeden Fall... Oh, okay, man darf nicht berühren. Aber im Gegensatz zu den anderen zwei Fahrzeugen, die wir vorher bei diesem Sponsorenrennen gefahren sind, oh Mann, sieht man schon deutlich... schärferen Unterschied. Ah, das war besser, aber unser Fahrzeug ist wirklich noch sehr lahm. Oh no. Ah, ich glaube, wir brauchen 4500 Punkte. Ja, das haben wir gerade so geschafft. Ja, das war's. Ich hoffe, das hat gereicht. Ranking first, ja, sehr schön. Okay. Clear. Und wie komme ich jetzt zum nächsten Rennen? Steht nicht. Oder ist das tagesabhängig? Achso, nee, das ist die Platzierung hier links. Das hier. Ich dachte, das ist jetzt so turniermäßig, aber das ist scheinbar nur ein einzelnes Rennen. Dann haben wir als erstes abgeschlossen. Okay, jetzt beim Hakone Time Attack. Also CA sind wohl so Drift-Rennen. Time Attack und TAC, weiß ich gar nicht. Ja, hier sieht man, dass die KI das nicht so schön hochgerendert hat. Auch hier so ein bisschen, aber es ist deutlich ansehnlicher als vorher. Schriftarten weiß ich nicht so genau, ob die im Spiel allgemein implementiert sind oder ob das auch einzelne Bilder sind. Jetzt werde ich auf jeden Fall versuchen, alles herauszufinden. Vielleicht kriege ich das ja auch noch hin, dass ich das ein bisschen schicker machen lasse. Also ich werde mich auf jeden Fall bemühen, das Spiel noch ansehnlicher zu machen, als es jetzt schon ist. Ich kann nichts versprechen, aber ich versuche wirklich mein Bestes zu geben, weil... Wenn man sich mal Videos anguckt von dem Originalspiel, wie es auf der PS2 aussah und wie es jetzt aussieht, ist das deutlich ein krasser Unterschied. Ah ne, warte, TAC wollen wir noch gar nicht. Wir wollen ja erstmal TA Cup. Also 1:07 sollen wir schlagen. Hoffentlich kriege ich das hin. Ich bin da optimistisch. Mal Licht anmachen hier. Hier sieht man auch direkt, dass wir Standbeleuchtung mit anhaben, auch bei den Rückleuchten. Oh, nein. Ja, an die Steuerung muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen. Was schade ist, ich habe mir in den Einstellungen geschaut. Man kann leider, also man, boah, wie soll ich das erklären? Man kann R2 und L2 zwar als Gas und Bremse einstellen, aber das ist dann nur wirklich, wenn man nur ganz leicht L2 oder R2 durchdrückt, dann ist aber dann direkt durchgedrückt im Spiel. Also das Spiel kennt noch nicht so diese sensitiven Trigger, sag ich mal. Man kann zwar im Spiel einstellen, dass man mit dem rechten Stick, mit dem rechten Analogstick Gas gibt und bremst, aber das ist wirklich nichts für mich.
Also da kann ich mich nicht dran gewöhnen. Da spiele ich doch lieber mit Vollgas, mit X oder R2. Momentan spiele ich noch auf X und Viereck, also Gas und Bremse. Aber vielleicht werde ich das auf R2 und L2 switchen. Mal schauen. Aber das Rennen haben wir auf jeden Fall auch als erstes abgeschlossen, zeittechnisch. Das ist schon mal ganz gut. Das freut mich ja. Wir haben auch schon gut Geld gemacht, ne? 233 CP. So, da haben wir alles geklärt. So, Hakone TAC Cup. 1 Minute 40. So, was ist das? Ist das jetzt gegen einen anderen Gegner? Oder ich glaube, das passiert eher nur nachts, ne? Weil am Tag sind ja nur offizielle Rennen. Schauen wir mal. Ja, auch. Also Tacho ist nicht so schön, also nicht so scharf. Und die Boost-Anzeige auch nicht so ganz. Aber ich glaube, ein bisschen schärfer als in der letzten Folge. Teilweise zumindest. Wie gesagt, ich werde versuchen, die einzelnen Sachen, die für mich ein bisschen störend sind oder nicht ganz so schick aussehen, versuchen nochmal ein bisschen anzupassen. Gucken, ob ich selber irgendwie eine KI drüber schicken kann oder so. Das wird vielleicht nicht jetzt in der nächsten Folge passieren, aber nach und nach, ich werde euch darüber informieren, wenn das im Video dann zu sehen ist. Werde ich dann aber auch später alles zum Download zur Verfügung stellen. Ich bin so in Liebe mit diesem Spiel. Ich habe das, glaube ich, schon mal in irgendeinem anderen Spielevideo mal erwähnt gehabt, dass ich das Spiel damals für die PS2 mir geholt habe. Von unserem Mobi Games, das ist so eine Spielevideothek, die gibt es tatsächlich sogar noch, aber ich weiß gar nicht, ob die wirklich läuft oder ob sie wirklich noch gibt. Ich bin da jetzt schon länger nicht mehr vorbeigefahren, aber wo ich vor 2 Jahren da vorbeigefahren bin, gab es den Laden auf jeden Fall noch. Und da habe ich mir das Spiel damals ergattern können, aber ich habe das Spiel wirklich, ich weiß nicht, ob ich es angerührt habe. Ich glaube, ich habe es mal angerührt, aber es kann sein, dass es gar nicht bei mir lief, weil ich die englische Version hatte und ich hatte eine europäische Playstation. Ich glaube, das hat damit nicht funktioniert, wenn ich mich nicht täusche. Ich will jetzt aber nichts Falsches sagen. Also ich weiß, dass ich mir das Spiel damals gekauft habe, aber oder kann sein, dass ich da nicht zurechtgekommen bin, weil es auch alles auf Englisch war. Damals konnte ich noch nicht so gut Englisch. Das war, keine Ahnung, 3. Klasse oder so. Deswegen, ich habe richtige, wie soll ich das, eine Bindung zu dem Spiel, weil ich das ist so wie so eine verflossene Liebe. Ich habe da auf YouTube damals oder auf irgendwelchen anderen Videoplattformen oder allgemein Google wirklich tot gegoogelt, um einfach Informationen über das Spiel herauszufinden. Aber gut, genug gelabert. Hier haben wir jetzt alles erledigt. So, jetzt gehen wir zu Gymkhana. Machen wir auch mal eben. Oh, da gibt es mehrere Level. Ich weiß gar nicht, ob man die jetzt alle machen soll. Ich würde es einfach machen. TA und CA. Oh, das ist aber wirklich schlecht hochskaliert. Naja, egal. Gymkhana Level 1. Erstmal Time Attack. Aber was diese beiden unterschiedlichen Time Attack Events für Unterschiede haben, weiß ich jetzt gar nicht. Okay. Also einfach nur das Layout hier durchfahren. Oh, 4. Ja, okay. Kann ich das nochmal machen? Muss ich dazu echt ins Menü zurück? Das ist ja ätzend. 13 Sekunden müssen wir schaffen, glatt. Mal gucken, ob ich das jetzt besser hinkriege. Ah, da hinten flackert es ein bisschen. Ich denke mal, das sollte nicht so schlimm sein. Ja, gerade so geschafft, 12,96. Wunderschön. Haben wir nochmal Cash abgesahnt. So, dann nächste Gymkhana Level 2. Denk mal, wir werden alle durchmachen, wenn ich das überhaupt hinkriege. Okay, nach dem 4. Hütchen abbiegen. Hier durch.
Geschafft. Wunderschön. Wunderschön. Das freut mich doch. So, Level 3 gleich. Können wir nochmal richtig Geld absahen, um unser Fahrzeug nochmal deutlich besser zu tunen. Oh, okay. Vor der 4 ab. Hier hoch, hier lang, hier lang, hier lang. Hier lang. Und dann einmal durch. Ah! Oh, kann ich das? Egal, ich versuche es jetzt trotzdem. Damit ich das Layout vielleicht einmal im Kopf habe. Ah, 19. Gar kein Ranking. Dropped out auf was auch immer. Ich habe es gerade nicht fertig gelesen. Also es wird auf jeden Fall schwieriger mit der Zeit, weil man muss sich das Layout einprägen und auch bestmöglich fahren, weil auf diese Markierungen, die da sind, sollte man sich nicht so verlassen, weil die teilweise echt spät kommen. Ja, da habe ich schon verkackt. Eieiei. Eieiei. Komm doch mal. Das ist ein bisschen kacke, dass man hier nicht direkt neu starten kann innerhalb der Karte, sondern erstmal rausgehen muss. Aber okay. Oh Mann, das habe ich gemacht. Ah ja, trotzdem geschafft, auch wenn ich da so einen kleinen Fehler drin hatte. Das ist ganz gut. Nein, das will ich nicht. Wir wollen Level 4 machen. 124 PS haben wir. Ah, das ist aber trotzdem nicht ganz so viel. Meiner Meinung nach. Alter, was ist das denn? Die vor der 4 durch. Jetzt hier lang, hier lang, hier lang. Und dann hinten durch. Ah! Nein! Ranking Dritter. Ach, kacke. Komm, nochmal. Ich will das als Erster schaffen. Ich krieg das auch irgendwie hin, wahrscheinlich. Mit 2, 3 Versuchen. Aber besser als nichts. Da muss ich das Layout halt einmal ein bisschen einprägen. Ah, nein. Da war ich falsch. Ich hätte nach dem 5. Hütchen abbiegen müssen. Ist das kacke, ey. Also nicht kacke, aber es ist schon tricky. Aber Kennzeichen ist Programm, ne? Jawohl! Diesmal habe ich es geschafft. Wie viele gab es? 7 Stück, glaube ich, ne? 10, Alter! Ja, okay, dann jetzt Nummer 5. Wir haben aber schon gut Geld. 536.000. Liegt auch teilweise in unseren Sponsoren. Alter. Okay, hinter der 7 durch. Junge, Junge, Junge. Es wird ja immer schlimmer, ey. So. Hier hoch, hier hoch. 27 für den ersten. Oh, easy. Sogar beim ersten Mal direkt geschafft. Das ist gut. Hätte ich jetzt nicht erwartet. So, 6. 27,8 müssen wir schaffen. Alter. Das ist schon, aber das ist schon fordernd. Muss ich ehrlich sagen. Einmal hinten durch, um die 3. Eigentlich ist es besser, sogar wenn man blind fährt und eigentlich nur
unten auf die Karte guckt. Kacke. Nein! Oh nö, zweiter. Ach komm schon. Das kann doch nicht sein. Nochmal. Aber das ist wirklich mit der Zeit immer schwerer. Weil die Karte dreht sich ja nicht mit. Das ist ja dann... Ich bin es halt gewohnt von Spielen. Ich stelle das auch immer so ein, dass die Karte sich immer mitdreht mit mir. Damit ich einfach bessere Orientierung habe. Komm, zu den. Jawoll! 1,5 Sekunden schneller. Zum Glück haben wir so ein kleines, wendiges Auto genommen. Wenn wir so ein Mazda 6 genommen hätten oder sowas, ich glaube, das wäre ein bisschen schwieriger geworden. So, 31,4. Boah, die werden echt immer ausgefallener, die Layouts wahrscheinlich. Ah, das geht noch. Sagte er und wird gleich richtig reinscheißen. Bin ich mir fast sicher. War da vor der 6 durch. Und hinter der 8 lang. Ah, Gott, oh Gott, okay. Da war ich zu langsam. Ach, Mist. Aber mir wird gerade echt warm. So ist es ja nicht. Mach mal einen großen Bogen. Ah, ich glaube, das war gar nicht so schlau. Aber das war schlauer, glaube ich. Oh Mann, jetzt habe ich wieder Zeit verloren. Reicht's? Ja, ganz knapp, Alter. Boah, geil. Geil. So, 31. Level 8 schon. Und dann kommt noch die Drift-Events. Mein Gott. So, nach der 7 abbiegen und an der 5 vorbei. Aber das könnte eine sehr gute Zeit werden, ja. 27,989. Arschgeil. Ah, die neuen. 33,8 brauchen wir dafür. Alter, wir haben schon gleich 1 Million schon wieder. Geil. Können wir nochmal richtig tunen. Ah, okay. Jetzt wird's knifflig. Weit raus. Ah! Ey, Junge. Was fordern die von mir hier raus? Ja, okay. Das war viel zu schlecht. Aber Dritter trotzdem. Okay, ich muss jetzt gucken, dass ich das auf jeden Fall hinkriege. Sollte aber eigentlich funktionieren. Müssen mal so einen Counter einfügen, wie oft ich das eigentlich jetzt schon gesagt habe, sollte eigentlich funktionieren. Oh, da bin ich wieder zu weit rausgekommen. Auch hier viel zu weit.
Ganz knapp, ey. Zweiter diesmal. So, beim nächsten Versuch werde ich Erster. Das schwöre ich. Aber die Musik finde ich aber auch ganz geil. Die hat so auch Gran Turismo-Vibes. Aber ich finde, unser Auspuff, den wir letztes Mal gewählt hatten, wo ich so skeptisch war, dass er vielleicht zu groß werden könnte, der macht sich richtig gut auf dem Fahrzeug. Oh, da habe ich die falsche Taste gedrückt. Ja, das könnte deutlich besser sein jetzt. Das ist aber auch viel mit Handbremse, was ich hier mache. Komm. Jawohl. Das war sehr gut. Das war auch wirklich Gymkhana-like mit Handbremse und immer schön eng um die Pylone herum. 35,5. Okay. Kicken wir mal. Alter, was? Meint ihr das ernst? Nein, falsche Richtung, ey. Ja, das ist halt mein Problem, wenn ich mich nur auf die Karte fixiere oder nur nach Karte fahre, dass ich dann die Orientierung verliere, wenn sich das nicht mitdreht. Komm. Muss das schaffen. Aber ich denke schon. Hahaha. Spaß. Hey, was? Ach so. Hey, wann habe ich das Licht angemacht? Das war gar nicht meine Intuition. Hä? Oh mein Gott. Das Layout ist wirklich nicht ohne Fall. Ich glaube, ich bin außerhalb der Zeitzone. Fünfter, naja, okay, das geht. Das geht. Ah, komm. War ja klar, dass das letzte wirklich nochmal super knifflig wird. Wer hätte es gedacht? Aber ich habe mir das Layout auch nicht eingeprägt jetzt leider. Gottes. Ich muss immer noch mich komplett auf die Karte verlassen. Hätte ich die Handbremse vielleicht nicht ziehen sollen. Nein! Ach komm, kann ich gleich neu starten. Bis ich hier rauskomme. Ach. Pustekuchen. Jetzt, komm. Muss jetzt was werden. Wir haben ja eh noch nicht so viel Leistung, dass ich hier mit Vollgas losziehen kann. Und auch nicht genug Leistung, um im ersten Gang die Handbremse zu ziehen. Ah, nein. Aber fast. Zweiter oder dritter Platz. Oh, zweiter sogar. Ach, Gott. Komm, jetzt wird's was. Das muss was werden. Die falsche Taste, weil ich auf die Bremse will, aber ich drücke R2. Also ich glaube, ich muss mir wirklich die Belegung umlegen. Ah, das wird diesmal was. Sehr schön. Perfekt. Erster.
So. Ach so. Okay, ich kann aussuchen, ob ich die Events entweder als Drift-Event oder als Time-Attack-Event machen will. Okay, das weiß ich das fürs nächste Mal Bescheid. Ja, das ist doch ganz cool. So, Advanced Race. NA-Fest, ja okay, ich hab kein NA, weil ich habe schon ein Turbo-Fahrzeug. You are in violation of the regulation for this race and cannot enter. Warum steht hier nicht, was der erste Platz ist? Brillus Medal, aber bei First gibt es keine CP, ne? Oder ist die Medaille wichtig? Hm. Was wird mich das kosten, wenn ich in der Garage mein Turbo runterschmeiße? Ab. Art Library. Take off parts. Turbo Kit removing. This will also remove all currently equipped Turbo parts. Intercooler Typ. Ja, ja, ja. So, jetzt haben wir ein NA-Fahrzeug. Warte mal, ich will mal ganz kurz was schauen. Oh, man kann die Pendel trotzdem mal zwischendurch wechseln. Das ist cool. S-Run, ne, brauchen wir jetzt nicht. Ich würde mal eben kurz die Einstellung vom Controller ändern und dann sehen wir uns gleich wieder. So, habe ich jetzt geändert. Mal schauen, ob ich damit jetzt zurechtkomme. Das wäre echt lustig, wenn ich jetzt komplett verwirrt hier bin, weil X ist jetzt Handbremse bei mir, wo ich vorher Gas hatte. Das könnte echt lustig werden. Category Race, genau. Advanced Race. Wir haben jetzt nur 120 PS? Also wir haben... Hä? Ein A-Fest. NA-Engine. Ich habe noch einen NA-Motor jetzt. Oder habe ich jetzt irgendwas anderes noch auf meinem Motorblock drauf? Warte mal, müssen wir nochmal in die Garage gehen. Habe ich wahrscheinlich nicht so gründlich geguckt oder ich habe es nicht gespeichert. Könnte natürlich auch sein. Tune up. Part Library. Take off parts. Hm. Vielleicht muss das hier auch weg. Aber den Rest kann ich doch eigentlich lassen, ne? Weil das ist ja nur was vom Motor. Ja, vielleicht dieses Steuergerät. Aber der Rest ist ja alles normal. Weil NA ist ja Natural Aspired, also sauber Motor. Aber das reicht jetzt. 113 PS. Okay. Schauen wir mal, ob das jetzt klappt. Category Race. Advance. Ja, ein Violation. Relation. Hä? Muss ich mal ganz kurz gucken. Okay, Leute. Der Indikator ist ganz leicht. Hier oben steht ja sogar, dass wir ein Turbofahrzeug haben. Also ich weiß nicht, ob der AE85 mit der 1500 SR Spezialversion einen Turbomotor hat. Ich dachte eigentlich, dass wir den 4AGE oder wie ist der nochmal haben. Der, ja doch, 4AGE. Oh, warte. Das heißt, ich muss mal jetzt ganz kurz gucken. Wir gucken mal beim Fahrzeughändler, ob das Ding serienmäßig eigentlich ein Turbo hat oder nicht. Weil dann ist es ja klar. Dann hätte ich so viel rumprobieren können, wie ich will. Wir gehen erstmal nochmal ganz kurz in den Used Car Dealer. Vielleicht ist der immer noch dort vorrätig. Buy Car. Was ist denn der Levin?
Ach so, ja, unser Fahrzeug ist ja gar nicht mehr da, weil wir das ja schon gekauft haben. Dann vielleicht beim Neuwagenhändler? Toyota. Der ist normalerweise Natural Aspired. Aber warum steht er bei uns Turbo? Also vielleicht muss ich das Steuergerät raushauen. Liegt es vielleicht daran? Ja, dann müssen wir nochmal in die Werkstatt gehen. Tune up. Warte mal, ich will mal kurz bei Settings gucken. Gear Ratio. Nee. Irgendwo konnte man noch die ganzen Statics vom Auto sehen. Okay. Egal. Part Library. Take off Parts. Daran kann es ja nicht liegen. Cooling-Modul. Aber was habe ich denn hier noch? Bremse, Fahrwerk? Den gibt es ja hier nicht. Nee. Hier habe ich nichts gemacht. Hier habe ich auch nichts gemacht. Felgen hat damit nichts zu tun. Bodykit und sowas auch nicht. All. Powertune. Warte mal, wir gehen mal kurz raus. Schauen wir. Immer noch Turbo. Vielleicht war das Fahrzeug, weil es ein Gebrauchtwagen war, von vornherein mit einem Turbo-Kit ausgerüstet, was wir nicht ausbauen können, eventuell. Ansonsten. Das ist, glaube ich, verkaufen, ne? Ja. Wollen wir aber nicht. Take off parts. Machen wir das Cooling-Modul raus. Und den Auspuff. Oh, immer noch Turbo. Ja, okay, dann können wir jetzt scheinbar nicht daran teilnehmen, weil das wahrscheinlich eine Version ist mit einem Turbo. Was würde mich ein Fahrzeug kosten? Warte, mach ich mal erstmal wieder alles drauf. Und dann schauen wir mal, was uns das kosten würde, wenn wir uns ein Natural Aspired Fahrzeug kaufen. Vielleicht ist es ja erschwinglich. Und ich habe auch gesehen, dass ich einen Fehler gemacht habe zu Beginn. Ich hätte am Anfang einen Cheatcode eingeben können, also meinen Spielernamen. Dann hätte ich auf jeden Fall viel, viel mehr Geld, Startgeld bekommen. Aber ist ja jetzt egal, jetzt haben wir es so gemacht, dann passt das auch so. Vielleicht für euch, falls ihr das Spiel spielen wollt, in dem Guide ganz unten gibt es dann Cheatcodes, wo man dann den Namen eingeben kann. Das würde euch auf jeden Fall am Anfang helfen, vielleicht ein besseres Fahrzeug sogar kaufen zu können oder direkt gleich mehr tunen zu können. Aber ist jetzt halt so. Oh, das ist cool, dass man hier nachträglich noch den Auspuff wechseln kann. Warte, wir hatten Type 5, ne? Was ist, wenn ich Type 2 nehme? Ist dann der Auspuff gerade? Weil unserer war ja gerade so ein bisschen angeschrägt. Also der war nicht bündig mit der Heckstoßstange, sondern ist schräg weggegangen von der Heckstoßstange. Wir gucken, ob Type 2 gerade ist. Einfach nur, damit ich das für die Zukunft weiß. 124 PS wieder. Aber den Rest haben wir ja nicht rausgenommen. Okay. Dann. Shop. Boost Car Dealer.
Mal gucken. Ja, okay. Der würde 1,3 kosten. Also wir haben gar nicht genug Geld. Der Primera 1,7. Der Mazda 6 1,3. Ja, also wir müssen noch ein bisschen Cash dazu verdienen, uns theoretisch. Naja. Da muss ich das Event eventuell einfach weglassen. Schade, aber ist halt so. Dann, warte mal, Fakone sind wir, glaube ich, soweit fertig gewesen. Ne? Wir können ja mal Parking kurz betreten. Vielleicht ist da ja jemand da am Tag. Nö, hier ist alles leer. Okay. So, mehr haben wir hier nicht. Tire Exchange. Warte mal, lass mal ganz kurz gucken. Was switched out? Hä? Sport-Tire, achso. Oder hatte ich gerade schon Sport-Tire drauf? Nochmal gucken. Ja, egal. Ja, dann würde ich sagen, Hiroshima. Aber das werden wir auf jeden Fall dann in der nächsten Folge sehen. Falls ihr Interesse an dem ganzen Projekt habt oder Spaß hattet, dann würde ich mich auf jeden Fall über ein Like, ein Abo und einen Kommentar freuen. Und würde euch dann dementsprechend auch in der nächsten Folge begrüßen. In diesem Sinne, macht's gut, haut rein und ciao!